Guten Morgen, guten Abend, guten Tag, egal wo ihr gerade zuguckt, weiß ich ja nicht. Ich grüße euch. Ich bin wieder da. Und ich bin auch gerade mal im Black Desert wieder da. Unter anderem, ich werde noch andere Sachen machen, aber es gibt ja einen neuen Charakter, eine Mystic, und ich dachte, wir gucken uns die Dame mal an. Ja. Wir werden uns jetzt im Laufe der nächsten Videos ein bisschen mit dem beschäftigen, was die so kann. Und was sie so für Tricks und Kombos kann. Finden wir das ein bisschen raus. Und gucken wir uns nebenbei mal an, was so in Black Desert sich so getan hat. In der Zeit, wo ich nicht da war. War ja eine ganze Zeit, lange Zeit. Aber hatte auch viel zu tun und so. Von daher muss ich gerade hier nochmal alles zurechtrücken. So, jetzt ist neue Zeit, 2018. Und da wollen wir mal ein bisschen mehr tun, ne? Habe ich mir gedacht. Ja, also auf jeden Fall fangen wir mal an. Erstellen. So. Hallo. Guten Tag. Mein Sternzeichen ist Kamel, weil das einfach zu mir passt. So. Ich will jetzt gar nicht so viel tun. Erstmal die Haare hoch. So, wir wollen erstmal. Und dann wollen wir uns den Gesichtstyp mal anglotzen. Also jetzt sich auch nicht viel getan, wie ich sehe. Das finde ich am besten. Ich will da gar nicht jetzt auf viel rummachen. So, das gefällt mir auch ganz gut. Nee, das ist mir zu viel. So, wenn sich da in dem Ding sowieso nicht viel getan hat, brauche ich auch nicht viel zeigen. Die Gesichtsform. Das kennen wir ja hier, da können wir verdüdeln. Ich mach mal ein bisschen irgendwie ein bisschen was. So. Fummeln wir mal ein bisschen was zurecht hier. Hier sollen wir ein bisschen die Ohren spitz machen, oder? Was haltet ihr denn davon? So. Hat sie so ein bisschen Hasenohren. So. Auch ein bisschen größer. So, oder? So, ne? Kann man machen. Kann man, muss man aber nicht. Okay. Sieht schon toll aus. Ja, geht so. Das müssen wir noch mal machen. Ohren zurück. Rückgängig, genau. Mach mal rückgängig den Scheiß. Danke. Gucken wir uns lieber die Schminke an. Ruhen? Nee. Wie ist denn das? So. Ui. Dann doch lieber schwarz, oder? Kann man mit der Dichte noch ein bisschen was machen? So, genau. Sehr schön. Was ist das hier so? Auch nicht schlecht. Das ist doch ganz cool. Kann man hier. Nee. So, das mag ich. Brauen. Ich bin ja so ein bisschen. Ja, sowas mag ich eigentlich auch. Stehe ich drauf. So. Nicht unbedingt in Schwarz, aber in Rot. Kann man ein bisschen tiefer machen. So. Sommersprossen. Die Lippen lassen wir so. Die Augen. Passt mir eigentlich ganz gut. So. Ja, Tätowierung im Gesicht. Ich weiß nicht. Die sind alle irgendwie so ein bisschen doof, finde ich. Findet ihr das nicht auch? Ja, passt schon. So, was haben wir denn da für Frisuren? Ich glaube, da hat sich jetzt auch nicht viel getan. Das ist ja voll übertrieben, oder?
Finde ich voll keine übertrieben, aber gut, was soll's, muss ja jeder für sich selber entscheiden, was er gerne hätte. Ich hätte gerne das hier, klassisch und schön in, ja, Farbe gefällt mir auch. So machen wir das. Körbe, der Körbe. Da will ich jetzt auch nicht viel ändern eigentlich. Tätowierung. Das sieht ganz gut aus. Ja, würde ich so lassen, oder? Sieht schon ganz gut aus. Können wir so lassen. So, hat sie auch so eine. Ja, es ist ein bisschen blöd mit dem Pixel hier. Ich finde das ein bisschen. Ja, findest du auch eine? Ja, finde ich auch. So. Stimme ist egal. Sanft und begabt. Mein Familienname ist Amadan übrigens. Die heißen alle wie ich mit Nachnamen. So. Na, sowas. Geht das auch so? Nee, so geht's nicht. So geht das nicht. Was nehmen wir denn dann? Warum ist das denn nicht egal? Mein Familienname ist doch. Dann ist er doch schon anders. Oder nicht? Also. So, da ist sie. Perpetunia im Wartemodus. Verbinden wir uns mal. Und dann gucken wir mal, wo wir landen. Jo. Schön laden. Ich trinke mal einen Schluck Cola. Ich denke, der Anfang wird genauso sein wie immer. Da wird jetzt auch nicht viel sich verändert haben. Aber man weiß es nicht. Ja. Immer diese Ladebildschirme. Es dauert nicht mehr lang. Ich werde auch neue Tutorials machen mit der Zeit. Wenn mir was auffällt oder wenn mir was einfällt oder so, dann werde ich das auf jeden Fall hochladen. Wenn das denn hier jetzt bald mal losgeht, wäre ich auch sehr zugetan. Ach ja. Central city of trading. Back when ships from Valencia would anchor in Nauru, children would greet the merchants and fireworks would light the skies. Nauru was a thriving city of sailors and merchants, and crowded areas were guarded by mercenaries. Little did they know what had arrived. Could any of these people know of the Elysian Stone? It is the mythical stone of the ancient civilization, but the dark power it possesses has been hidden by that very civilization. At last, the Elysian was uncovered. A mysterious black smoke rose up over the ridge. It seemed to know exactly where it was headed. To Goma Naru.
The Elysian Stone reverberated. People started to disappear all across Gomanaru. In the end, there was no one left, and that day was soon forgotten. Also wirklich. Nee, ich will nicht. Ich will hier. Nein, danke. So, was ist denn hier mit den Kabeln los? Loki, was machst du da? Lässt du Lumpi mal in Ruhe? Also wirklich, die machen ja Dinge da. Guck mal, hier ist alles noch wie vor 5000 Jahren, als ich das letzte Mal online war. Faszinierend. Läuft ein bisschen schneller, habe ich das Gefühl. Oder es täuscht mich nur. Hui, hallo. So, was soll ich denn jetzt machen? Irgendwas. Klickt mit der rechten Maustaste und geht zum Start. Warte mal. Ja, genau. Hä? Oh, guck mal. Was ist das? Hat sie das vorher auch schon gemacht? Ich glaube nicht, ne? Faszinierend. So. Quest kann nicht angenommen werden. Drückt auf O. Nein. Auf O. Bling. Ach so, ja, wieso? Aha. Da habt ihr ja schon was gemacht, wa? Herr Schwarzgeist. Hallo. Ja, was wollen die Menschen? Was ist denn das jetzt? Hauptquest, Vorschläge, Wiederholung. Alle Quests. Faszinierend. So, jetzt aber Herr Arkan treffen. Dann gehen wir da mal hin. Ist uns ja eigentlich allen bekannt, aber es ist eigentlich am besten, wenn wir das so spielen, um die Entwicklung von dem Charakter zu kennen, zu sehen, was da so passiert. Hallo Arkan. Yo, yo. Tschüss. Ja. Ich finde... Oh. Danke. Ich finde, die Performance ist ein bisschen sehr viel besser geworden. Habe ich so das Gefühl. Hiya. Hiya. Habe ich... Natürlich, sagte er, ohne die Lippen zu bewegen. So, was soll ich jetzt machen? Bin gerade verwirrt. Neue Tränke kaufen? Will ich aber gar nicht. Ich will hier lieber ordentlich die Vogelscheuche verprügeln. Ach so. Entspannen Sie sich. Hallo. So. Okay. Gehen wir mal Viecher töten. Ich müsste dann gleich noch mal. Jo. Geht viel schneller alles hier. Voll gut. So. Wiesel töten. Bevor ich das mache, muss ich mal... was ist denn hier los? BDO-TV. Grausamer Riss. Was ist das denn? Zugang für Spieler mit 6 und 4. Der Raumplatz wird bei mindestens... Aha. Zu, Ah, so. Wellengedöns. Ist ja faszinierend. Coole Sache. Haben sie wieder was Neues reingebaut. BDO-TV. Oh. Ja, das habt ihr nicht gesehen, aber... Ah, cool. Videos.
Nicht schlecht. Ich habe, das seht ihr gerade nicht, aber ich habe hier so eine Webseite, da kann man Videos von BDO gucken. Und live denkst du es hier auch. Ich weiß gerade nicht, ob man sich da anmelden muss oder nicht. Das kann ich gerade nicht sagen. Ist auch egal. So, machen wir mal wieder aus. Mal gehen wir wieder rein hier. Ihr seht ja eh nichts davon. Ich wollte eigentlich... Wollte ich den Ton runterstellen. Genau das wollte ich. Die Gesamtlautstärke. Damit ich mich auch mal selber ein bisschen reden höre. Das wäre doch voll gut. Sonst erzähle ich immer was und dann... Moment. Bisschen heller kannst du so anwenden. Okay, Wiesel. Wiesel. Da hinten, Wiesel. Kann man nicht T drücken, geht es hier automatisch? Ja, das war das. Man müsste sich ja auch an die Sachen erinnern können. Manche ändern sich halt nicht. So. Da, Chi-Pa-Chi. Wer ist das denn da? Neue Gilde, wa? So, Wieselgedöns. Oh, das war's schon. Okay. Kann ich mitleben. Wow. Drei Füchse. Drei Füchse bei Olvia. Machen wir. Olvia, machen wir. Was haben wir denn eigentlich? Ich denke mal gerade gucken darf, hier im Garten so zu tun. Arbeitet. Flussuferhof. Liste. Okay, ist ja interessant, dass die noch da sind. Wurde ich für 5000 Jahren da? Egal. So, meine Arbeiter. Hat sich hier was getan? Ich glaube nicht wirklich. Interessant. So, wo seid ihr denn? Noch da. Holla. Ist ja so ein bisschen wie der Streiter eigentlich, oder? Sehe ich das falsch? So. Wolfies. Au. Oh. Kette Todeshieb. Warum wird das eigentlich nicht angezeigt? Das ist ja mal interessant zu wissen. Ja. Okay. Ich kann einen Blitzschritt machen. Das müsste man ja auch alles wissen, ne? Guck mal. Fliegender Dreifachtritt. Und das sind ja im Prinzip die Sachen, die man so kennt. So. Wow. Nicht schlecht, Herr Specht. Bam. Läuft. Es ist aber im... Hä? Systemmeldung. Hatte ich irgendwie noch nie gehabt. Guck da mal rechts. So, ich muss aber mal. Jetzt nur mal nebenbei. Ach so, man braucht die ja auch gar nicht, ne? Eigentlich, das kann man ja auch so machen. Fliegender Dreifachtritt, genau. Lernen wir jetzt einfach. Wir probieren den mal, warte mal.
Aber das ist ja gar kein Tritt. Okay. Alles Übung. So. Wo muss ich hin? Kobold-Soldaten. Hallo. Das ist ziemlich krass drauf, ey, ne? Heftige Scheiße. Bam, 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 ey. Das war was. Meine Damen und Herren, dieses Spiel ist nicht für Epileptiker geeignet. Vielen Dank. So, genug Ärger gemacht? Nee, offensichtlich nicht. Da wollen noch welche was. So. Es fühlt sich gut an, wieder da zu sein, das muss ich sagen. So, gucken wir mal gerade nach, was wir hier haben. Aha, hier kann man direkt kaufen. Und wo habe ich jetzt... Oder sind die automatisch angelegt schon? Ich glaube nicht. Was ist das? Na, okay, hier kannst du auch direkt kaufen. Hier ist... Oh, ein Vorteilspaket für 7 Tage. Ist aber sehr freundlich, dass es hier schon drin ist. Das werde ich jetzt aber noch nicht benutzen. Wozu auch? Was mich viel mehr interessiert ist, wo ist jetzt mein... Ach, die Kiste kriege ich erst. Ja, gut. Okay, müsste man auch wissen. So, klatschen. So, jetzt brauchen wir nur noch Koboldplünderer. Die sind da vorne. Irgendwo sind hier sind die bei. Ich habe da irgendwie in einen Haufen alles schon gemacht. So. Es war jedenfalls fertig. Jetzt kriege ich die Kiste. Ja, siehst du hier, neue Armschienen, meine ich doch. So, Kobolde. Was ist das da? Nichts, okay. Was ist denn da oben? Voice Chat Status, ach so. Faszinierend. Faszinierend, so. Ich glaube, die haben auch was an der Grafik gedreht, habe ich das Gefühl. Irgendwie habe ich das Gefühl. Im Übrigen hat mein Kanal jetzt im aktuellen Zustand, jetzt wie er gerade ist, 40 Abonnenten. Was ich ganz gut finde. Und ich danke für jeden, der mich abonniert hat. Und der hier vielleicht auch gerade zuguckt. Vielen Dank. Auch für die ganzen Views. Schon 11.000 Views hier auf dem Channel. Da muss man einfach weitermachen. Dankeschön. Auf jeden Fall dafür. So. Ja. Ein Geschrei hier. So. Schon wieder aufgestiegen. Also wir kommen sehr schnell voran. Aber wir spielen auch Olvia Server. Da geht das ja. Ziemlich fix. Oh, der Skeptiker des Aberglaubens. Ein Titel. Krasse Sache. So, fertig. Und jetzt können wir zum Wachlager marschieren. Dann haben wir hier noch, was ist das denn? Armschienen? Und das? Kampfhandschuhe. Ach so. Alles klar. Los. Los, los. Die ist gut schnell unterwegs jetzt. Ja, damit sie auch schnell ankommt, ne?
So, was haben wir hier? Ein Talent. Verborgene Klaue. Ausweichschritt nach hinten. Nach hinten linke Maustaste. Okay. Ja, warum nicht? Was ist das? Der Splitteraufprall. Führt einen schnellen Angriff auf das Ziel aus. Gut, es ist eine Combo. Nach Donnerhieb. Und der Donnerhieb ist das da. Shift rechte Maustaste. Und dann linke Maustaste. Und dann linke Maustaste nach der Kette. Okay. Was willst du denn? So. Halt die Klappe. Okay. Deep in the forest. Ich fand die Sprachausgabe von dem Intro übrigens nicht so geil. Muss ich dazu sagen. Deep in the forest. Ach, halt doch die Klappe einfach. Ja, Gegenstand verkaufen 2. Würdet ihr auf... Ja, ich klicke schon. Drückt diese Ladenschaltfläche. Ach so, hier wird es... Ach so. Ah. Ich will nichts kaufen. Aber vielleicht was verkaufen, das wäre eine Idee. Alles verkaufen. Die Ketten vielleicht nicht unbedingt. Okay. Ja, tschüss. The Imp Captain Red Nose is the cause of all this trouble. Der Imp Captain Red Nose. Oh, Entschuldigung. Ich muss Hessenthal treffen. Da ist Hessenthal. Nein. Ja. Hui. Ja, ja. Jarette mit der Zigarette. Komm her, Jarette. So. Ein Salto-Tritt. Zeig mal her. Was haben wir denn da? Wo ist er denn? Ist er das? Das ist der Scherentritt. Wie geht der denn? Nach vorne und F. Da hinten Q. Nein. Faszinierend. So. Ach, jetzt müssen wir zur uralten Steinkammer latschen. Okay. Kennt man ja. Wir sind fein am Laufen, weil wir es uns vertragen können. Uns vertragen können. Natürlich. Ach ja. Schnarch. Das ist ein bisschen blöd, jetzt die ganze Strecke latschen hier. Aber so läuft das hier im Leben. So, da ist der Eingang. Da haben wir das auch schon.
Kommt jetzt wieder die geile Techno-Musik? Warum sollte sie nicht? So. So. Und raus. Tschüss. War schön mit euch. Ich gehe da mal weiter. Ich muss Bäume klatschen. Buddy, ja. Bäume klatschen muss ich, habe ich gerade gesagt. Ihr habt mich gehört. So, das wären wir. La 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 la. Wo ist denn noch was hier? Direkt vor deiner Nase, also ehrlich. Geht ab, ne? Ich mag die eigentlich ganz gern. Hat schon was. Wow, was war das denn? Das war total abgefahren. Aber voll daneben. So, coole Sache. Cool. Mag ich. So, und nun? Uno. Ach, Uno. Uno vor der Koboldhöhle. Meister Uno. Ja. Oh. Dup, 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 dup. Bisschen schneller, wenn ich bitten darf. Mal ganz kurz so.
Ich musste da gerade mal was tun. Lauf, lauf, Mädchen, lauf. Oh, jetzt schneit es plötzlich. Sah doch so sommerig aus. Da müht sich aber jemand ab. So, gleich sind wir da. Können wir einfach mal Abkürzung nehmen hier, bevor ich noch einschlafe. So. Oh, guck mal hier. Coole Sache, was? Was es nicht alles gibt. So. Haben das Quest-System anscheinend schon ein bisschen angepasst, habe ich das Gefühl. So, Rotnase. Red Nose Reindeer. Der rotnasige Rotnasenhannes. So, können wir nicht einfach hier so. Oh. Oh. Und der Gnade, so viel Rotnasen auf einen Haufen, also. Fertig? Gut. Dann wollen wir dich mal verprügeln. Huh. Die kann schön durch die Gegend sliden, das ist lustig. Haha. Du entkommst mir nicht. Erledigt. Ja. Die Waffen sind also Kampfhandschuhe, das müsste man dann auch wissen, das ist gut. Da. Guck mal, wie schön das aussieht hier.
Aber hier ist die Performance wieder ein bisschen schlechter, was aber auch normal ist. Da ist jetzt nichts Besonderes dran. Hallo. Ja, ist gut, Dumbledore. Was kann ich denn hier so noch machen? Nahkampfhocker. Nehmen wir einfach beides. Wenn wir beides können, dann nehmen wir beides. Warum auch nicht, ne? Ja, total. Hui. Man kann wohl jetzt auch länger laufen. Interessant. Jo, dann war es das erstmal. Hier so haben wir uns ein bisschen die Mystik angeguckt. Vielleicht beschäftige ich mich noch ein bisschen näher mit der. Aber kannst du mich mal in Ruhe lassen und mich mal machen lassen hier? Also wirklich, rennt er einfach vor. Jetzt rennt er durch mich durch. Also wirklich unhöfliche Menschen gibt es. Ja, also wie gesagt, ich werde sie wahrscheinlich ein bisschen privat weiterspielen, aber ich denke, für Videos ist es zu langweilig, wenn man einfach die ganze Zeit jetzt zugucken lässt, wie ich den Level. Das haben wahrscheinlich andere auch schon gemacht. Oder ich stream das, keine Ahnung. Ansonsten werden noch Tutorials kommen von irgendwelchen Neuigkeiten, die ich so rausfinden werde. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und mal gucken, was wir hier noch so spielen werden, ne? Bis dann. Tschüss.